Hallo zusammen. Hallo. Unsere Dänemark-Reise ist zu Ende. Ja, genau. Und wir stehen jetzt hier auf einem Parkplatz und haben uns gedacht, wir sagen euch mal, was schön ist in Dänemark. Und was nicht. Aber erst machen wir das Intro. Ganz kurz. Gleich sind wir wieder da. So, also bevor wir mit unserem Fazit richtig loslegen, wollten wir erst einmal alle begrüßen, die uns angesprochen haben während der Reise. Ja, genau. Wir haben nämlich etliche getroffen und wir hoffen, ihr hattet auch oder habt eine schöne Reise in Dänemark. Jawohl, das wünschen wir euch allen, weil Dänemark ist sehr schön. Ja. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fazit. Jawohl. Also, was war jetzt eigentlich besonders gut in Dänemark? Ich würde sagen, dann fangen wir mal mit der Entsorgung an, oder? Ja, ja gut, als erstes wollte ich mal mit Wildcampen bzw. Freistehen sagen. Okay. Wir haben das recherchiert im Internet, da hat es geheißen, Freistehen ist Strafe bis zu 500 Euro, ja. Und es ist streng verboten in Dänemark. Also wir können euch eins sagen, wir waren auf einem offiziellen Stellplatz und ansonsten waren wir nur freigestanden. Und wir waren nie alleine, ja, obwohl wir dann teilweise sogar richtig in die Prärie rausgefahren sind. Ja, um also das so zu nennen. Ins Landesinnere oder wie man das jetzt sagen will, also abseits. Von ja, also wir sind an einer Stelle hingefahren, an einem kleinen Dorf am Strand natürlich. Und da haben wir gedacht, ach, da ist jetzt mit Sicherheit niemand mehr, ja, weil wir viele Nebenstraßen gefahren sind. Und dann sind wir angekommen, da waren da bestimmt 5 oder 6 Camper gestanden und wie wir dort gewesen sind, sind nochmal ein paar dazugekommen. Ja, und über Nacht war der Platz rappelvoll, da hat nichts mehr dazwischen gepasst, ja. Also wir waren nicht nur die Einzigen, die freigestanden haben, sondern es waren auch sehr viele mit Wohnmobilisten dabei und es gab nirgends irgendwelche Probleme. Ja, und was man dazu sagen muss, es waren jetzt nicht nur Touristen aus Deutschland, Holland oder sonst wo, sondern es waren auch sehr viele Dänen. Ja. Also die benutzen diese Plätze genauso. Also ich würde jetzt mal sagen, im September ist es gar kein Problem, auch bei Skagen, ja. Da, wobei Skagen an dem Parkplatz eher ein Problem ist, es war nämlich ein Badestand, wenn da 5, 6 Wohnmobile stehen und da wollen die Leute dann die Einheimischen zum Baden mit dem BKW hinfahren. Da könnte es dann unter Umständen natürlich schon Probleme geben. Ja, im Sommer, denke ich, gibt es da eventuell schon Probleme. Wenn dann natürlich Camper ihr volles Programm abziehen, also sprich Tisch raus, Liegestühle raus, Markise raus und dann natürlich alles belegen. Dass es dann vielleicht in der Bevölkerung manchmal einen Unmut gibt, das kann ich nachvollziehen. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Und es ist dann auch natürlich, wenn so große Fahrzeuge, wie auch wir das haben, dann da quer stehen und praktisch mehr oder weniger 3 BKW-Stellplätze belegen und die Leute nach einem Parkplatz suchen, damit sie an den Strand gehen können. Also bei uns war es nie ein Problem, es waren immer genügend Plätze frei, aber im Juni, Juli, August, würde also ich sagen, in der Hochsaison wahrscheinlich, ist es vermutlich etwas schwieriger. Und das kann den ein oder anderen Unmut natürlich schon hervorrufen. Aber dann kommen wir zur Entsorgung. Ja genau, das ist ja dann zwangsläufig das Nächste. Wir haben Entsorgungsmöglichkeiten alle über Park4Night gefunden. Also wir müssen sagen, die App Park4Night war wieder für uns sehr praktisch, auch hilfreich, was Parkplätze angeht. Wobei es gibt genügend Parkmöglichkeiten, die man auch so findet. Aber Park4Night war hilfreich, weil man dann gleich weiß, wo man hinfahren muss und weil auch freundliche Mitcamper Kommentare hinterlassen haben, die erst vor ein paar Tagen dort gewesen sind. Aber extrem nützlich ist es natürlich, was die Entsorgungsstationen angeht, weil da muss man ja gezielt hinfahren und da haben wir eigentlich nie einen Cent bezahlt. Es waren immer kostenlos Wasser, kostenlos Entsorgen und wir denken, dass das alles so in Ordnung war. Es ist ein einfacher Service von Dänemark, die das anbieten, teilweise auch in den Ortschaften. Bei Skagen, das war eine ganz tolle Versorgungsstation für Wohnmobile, ja. Ja, und, aber wir waren ja nicht direkt in Skagen gestanden. Nein, bei Skagen, habe ich gesagt. Da war eine Entsorgungsstation, in der Ortschaft davor war eine Entsorgungsstation, wo wir praktisch Frischwasser bekommen haben, kostenlos und entsorgen konnten. Ja, also ich sah da jetzt auch kein Problem. Auf Autobahnen gibt es Entsorgungsstationen, sehr tolle. Ja.
Und ja, wie gesagt, bisher, wir haben keinen einzigen Cent da dafür bezahlen müssen. Es war alles kostenlos. Also toller Service an Dänemark. So wünscht man sich's. Was man aber dran denken sollte, wenn ihr nach Dänemark fahrt, nehmt einen Adapter für das Wasserzapfen. Ja, genau. Mit, weil die haben anderes Gewinde als wir und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man einen Adapter dabei hat. Das ist ein wenig ein schmaleres Gewinde. Ja. Ich möchte aber jetzt auch gleich dazu sagen, nicht, dass wir scheuen uns nicht, Geld auszugeben. Nein. Also das ist ganz klar. Wir fahren selten auf Campingplätze, weil uns einfach das zu eng ist. Ja. Weil wir auch nur in der Regel einen Übernachtungsplatz suchen. Und wer auf Campingplätze geht, das ist alles gut und recht. Aber es gibt sehr viele Campingplätze, haben wir gesehen, hier in Dänemark. Ja. Also das ist, denke ich, gar kein Problem. Wobei wir jetzt schon gelesen haben, man bräuchte eine Campingcard, um auf die Campingplätze zu kommen. Keine Ahnung, ob sowas stimmt. Also wer unter euch schon auf Campingplätze war, der kann das ja mitteilen, ob man sowas wirklich braucht oder ob man es nicht braucht. Ja, also wir haben es selber natürlich nicht ausprobiert. Wir sind keine Campingplatzanfahrer. Ja. Ja, wenn man das jetzt so nennen wollt. Ich wollte es jetzt einfach nur mal halt sagen. Es gibt auch offizielle Stellplätze von den Gemeinden aus, die kann man natürlich auch anfahren. Wir haben einen offiziellen angefahren nach Kopenhagen, aber ansonsten waren wir also immer auf Parkplätzen gestanden und es war, wie gesagt, null Problem. Ja, genau. Also, wenn wir jetzt schon bei der Entsorgung und Versorgung sind, dann ist der Treibstoff auch wichtig, oder? Ah ja, genau. Das hat uns gewundert. Der Treibstoff ist also kaum teurer gewesen als in Deutschland. Wie wir nach Deutschland reingefahren sind, haben wir von Deutschland rausgefahren sind, haben wir knapp unter 1,80 bezahlt. Hier in Dänemark 13,29 Kronen. Zwischen 13,19 und 13,29. Ja, genau. Und es sind 1,75, habe ich nachgerechnet. Also im Prinzip der gleiche Preis wie in Deutschland. Ja, also bei uns hat es gewundert, dass wir jetzt in ganz Dänemark, ich meine, wir sind von Süden nach Norden und von Norden wieder nach Süden gefahren, überall der gleiche Preis war. Ja, zwischen 13,29 und 13,19. Ja, also entweder haben die hier Einheitspreise oder keine Ahnung, wie da die Preispolitik ist. Auf jeden Fall ist das angenehm, da muss man nicht suchen, dass man eine Tankstelle findet, die vermeintlich günstiger ist. Ja, also andere Länder, andere Sitten. So ja, ist genau, ist uns halt positiv aufgefallen. Die Währung. Ihr wisst ja, Dänemark hat ihre Kronen behalten. Sie nicht im Euro? Nein, also wir haben keine einzige dänische Krone dabei gehabt, haben auch keine gebraucht. Wir haben alles mit Karte bezahlt. Was wir natürlich jetzt nicht machen konnten, das war an den Straßenverkäufen. Genau. Da konnten wir uns jetzt halt leider keine neue Kartoffeln oder sonstiges kaufen, weil wir eben leider keine Kronen dabei hatten. Und an diesen Straßenständen weiß ich nicht, ob man da hätte mit Karte bezahlen können. Wir sind ja nur in die handelsüblichen Geschäfte gegangen und da geht es mit Karte, also auch Kleinstbeträge sind da kein Problem. Nee, also war nirgends ein Problem. Man konnte überall problemlos bezahlen. Was haben wir noch? Radfahren ist sehr schön in Dänemark. Mhm. Die nehmen auch viel Rücksicht auf die Radfahrer. Es sind überall Radspuren eingezeichnet, teilweise separate Radwege. Sehr angenehm zum Radfahren, ne? Ja, total angenehm. Wir sind sogar mal eine Strecke gefahren. Da gab es einen Radfahrerkreisel, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Da kamen eben von mehreren Ecken die Radfahrer und da gab es einen Kreisel. Fand ich also irre. Ja. Und ist natürlich wirklich angenehm zu fahren, zumal die Radwege auch recht breit sind. Ja, ja, teilweise ist also mehr oder weniger vierspurig. Also man kann nebeneinander fahren und hat einen Gegenverkehr, die können auch nebeneinander fahren. Die sind also teilweise natürlich nicht alle. Liberal, das wäre ich auch vom Platz, aber es ist wirklich angenehm. Und nicht nur in kleineren Ortschaften oder vor allen Dingen an der Landstraße entlang, überall Radwege gibt es da, separat. Sondern auch in Großstädten, also größere Ortschaften, größere Städte. Die Radwege sind super hier. Die sind also teilweise auch auf der Landstraße getrennt durch einen Grünstreifen. Und von der Landstraße und also ich muss wirklich sagen, da fährt man gerne mit dem Fahrrad. Wir sind halt Durchreisende gewesen und nicht so viel mit dem Fahrrad unterwegs. Nö, aber ab und an sind wir da schon. Natürlich sind wir Fahrrad gefahren. Ja, sonst könnte man ja jetzt nichts über die Radwege sagen.
Ja, und was auch noch ganz toll ist, Dänemark, Küste, Ostsee, Nordsee, Das war ein tolles Erlebnis, ja. Sandstrand ohne Ende. Ja. Also das war ganz toll. Auf Und Rügenbühl oder wie das heißt, ja. ja, genau, da fährt ja jeder hin, gefühlt jeder hin. Wollte man natürlich dann auch mal anschauen, was da jetzt so Besonderes daran ist. Okay, ein riesen Sandstrand war nicht schlecht zum Anschauen. Ja. Und was ich hier bin, Dünen hochgeklettert. Ich bin mein Lebtag noch nie so viele Dünen hoch und runter wie hier in Dänemark. Also war auch ein ganz tolles Erlebnis. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Ja, und was haben wir denn noch? Ach ja, viele haben uns angeschrieben, weil wir in Kopenhagen Ja. vermeintlich keinen Platz gefunden haben. Haben wir auch nicht. Ja, aber wir haben auch nicht weiter geschaut, weil Kopenhagen war für uns jetzt kein wichtiges Reiseziel, sagen wir das jetzt Ich hätte einfach das mal so. Christiania, hätte ich mir gerne mal angeschaut, aber dafür jetzt dann extra. Wir waren ja auf dem Weg zum Campingplatz und haben dann gesagt, komm, lassen wir es einfach sein, weil irgendwie so wichtig war es uns nicht. Ja, zumal ich war ja schon mal in Kopenhagen, habe da ja auch schon alles gesehen und es wäre jetzt halt klar, weil der Helle des Christiania oder wie das heißt, nochmal sich anschauen wollte, haben wir gesagt, okay, fahren wir hin, aber es war jetzt nichts, was wir uns unbedingt anschauen wollten. Nee. Was wir uns aber unbedingt anschauen wollten, das war in Skagen, Skagen, in Grenen, und zwar wie die Nord- Nordsee. und die Ostsee aufeinanderprallen. Das war eigentlich unser wichtigstes Reiseziel und das haben wir erreicht und es ist auch super gewesen. Ein super Erlebnis kann man jedem nur empfehlen. Also es ist wirklich erstaunlich, wie die da zusammenfließen, die Meere. Ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Und dass ich meine Drohne wieder habe, da bin ich auch wieder happy drüber. Denn ich habe die Drohne hochgelassen und schwupps war sie weg. Ja. Und Ja, da waren so starke Winde, dass ihm die Drohne tatsächlich der Wind weggetragen aber hat. alles in separatem Video. Ja, klar, kommt ja. Ich habe sie aber wieder. Ja, es ging nochmal gut aus. Also ich habe sie schon in der Nordsee Ich landen auch. sehen. Für mich war sie verloren. Ja, aber Glück muss man halt auch mal haben. Und wir hatten das, gell? Jo. War also alles gut und war auch wunderschön, da am Strand entlang da hinzulaufen an Naja. die Spitze. Für die Höhle weniger, War ihr zu wisst ja. ziemlich anstrengend. Ja, für ihn mit seinem Knie, aber da seht ihr mal, wenn er was will, dann ist ihm kein Weg zu weit. Nein, das wollte ich unbedingt sehen. Das ist ganz klar. Und es hat sich auch rentiert. Ja. Was gibt's noch? Du hast hier irgendwas weg. Blitzer Ortseinfahrt, Ah oder? ja, also das finde ich gut. Die Blitzer hier übrigens, also es gibt ganz wenig Blitzer. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind moderat. Aber was ich toll gefunden habe, ist an den Ortseinfahrten, wenn man da mit 70 oder 60 ranfährt, dann kommt gleich deine Fahrt, ja, und dann wird die Geschwindigkeit angezeigt und dann kann man runterbremsen auch bis auf 50 und dann hört es auch das Blinken auf. Also das finde ich ganz toll. Das ist fast an jeder Ortschaft. Und ist ein guter Service, ist besser als Blitzer aufzustellen, den Fahrer daran zu erinnern, dass er zu schnell ist. Toller Service. Überhaupt hat uns das ganze Land einen sehr freundlichen Eindruck gemacht, Ursel. Ja. Ja, also diese Dänen, das ist wirklich ein sehr freundliches, Ja. hilfsbereites, Ja. Wir zuvorkommendes können nichts Volk. Negatives sagen. Null. Wir Im haben Gegenteil, wie viele null. Leute uns zugucken haben, ja. Ja, Und nicht, genau. weil wir jetzt Ossi und Helle sind, sondern Nein, die die haben uns kennen damit uns ja gar gar nicht nicht. erkannt. Einfach, weil sie freundliche Menschen sind, ja. Ja, das ist also wirklich diese Art von den Menschen, die kommt mir eigentlich sehr Ja, entgegen. ja. Also, die sind wirklich, ich kann null Negatives über Dänen sagen. Nein, ich auch nicht. Ja, ich muss schon fast sagen, die sind richtig liebenswert. Nein, es war wirklich toll. Wir haben nirgends irgendwelche Probleme gehabt. Im Gegenteil, wenn wir irgendwo hingekommen sind und haben da noch gesucht oder Probleme gehabt, irgendwie mit dem Camper, es waren immer sofort welche da, Die uns geholfen haben. die uns geholfen Am haben. extremsten war sie in der ersten Ortschaft, wo wir gewesen sind.
Das haben wir im Video auch gesagt, dass uns da jemand angreifen hat am Parkplatz, der uns dann darauf hingewiesen hat, dass der offizielle Stellplatz sogar in der Ortschaft vorhanden ist. Mhm. Und der uns dann sogar noch hinkommen ist mit dem PKW und uns ein Ausflugsziel mit dem Fahrrad genannt hat. Also ja, muss also man wirklich nur, sagen, nur positiv. Nur positive Erfahrungen ja, bisher und das gemacht. Nehmen wir gern mit nach Deutschland. Ja, und tragen es auch weiter. Also Dänemark. Für mich war das ein ganz tolles Reiseland. Ja. Und ich würde jederzeit wieder hierher kommen. Es gibt ja noch sehr vieles zu sehen. Absolut. Nicht nur, man kann sich auch überall ein bisschen länger aufhalten. Mhm. Wir wollten einfach Skagen, das war unser Hauptreiseziel, und dann wollten wir eine Rundreise machen, und das haben wir auch getan. Und wenn wir das nächste Mal herkommen, dann nehmen wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit an den einen oder anderen Ort. Ja, genau. Es gibt ja hier so viele Inseln und alles, also die wir ja jetzt alle gar nicht gesehen haben. Ja. Aber man kann sowieso nicht alles auf einer Reise sehen und muss man ja auch nicht. Es soll ja noch ein Ziel übrig bleiben für die nächste Dänemark-Reise. Es ist auch so, außer auf Rømø war alles nicht so extrem touristisch. Das muss man sagen, das war, mhm, hat sich alles ziemlich gut verlaufen. Mhm. Ja. Aber in Rømø, das war Rømø, oder wie das immer heißt, ja, ich glaube Rømø oder so. Ja, da war alles schon ziemlich touristisch. Mhm. Das ist ach, eigentlich ja, nicht so unser Ding. Es wäre auch noch zuvorkommend von euch, wenn ihr uns nicht immer reklamentieren würden. Oder halt manch einer von euch, wenn mir irgendetwas nicht richtig ausspreche. Wir sind nicht aller Sprachen mächtig, und wenn hinten nach irgendeiner sagt, das spricht man so oder so aus, was soll's. Außerdem sprechen wir auch Dialekt, oder ja, genau, dann kommt das eine oder andere vielleicht auch mal im fränkisch oder badisch gefärbten Dialekt rüber. Beruflich war ich immer bekannt als derjenige, der fränkisch-englisch spricht. So ist es halt. Eben. So, was haben wir noch auf dem Programm? Bei mir steht jetzt eigentlich nichts mehr drauf. Also, dann verabschieden wir euch. Ja? Wir verabschieden uns aus Dänemark und euch verabschieden wir aus der Playlist. Denn wir machen eine extra Playlist über Dänemark, unsere Videos drinnen. Ah, okay. Und die ist jetzt zu Ende. Und dieses Video auch. Ja, genau. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Freuen wir uns immer drüber. Abonniert unseren Kanal. Und wir hoffen, es war ein bisschen hilfreich für euch. Und wer sich bisher noch nie entscheiden konnte, nach Dänemark zu fahren. Können wir nur empfehlen. Schaut wieder rein bei uns. Nächsten Videos kommen von Freiburg. Ach so, ja, genau, denke ich gerade, wo soll es denn hingehen? Genau, von der Caravan Live in Freiburg. Genau. Weil da sind wir dieses Jahr auch wieder mal dabei. Jawohl, und wir würden uns freuen, wenn wir euch dort sehen, mhm, oder ansonsten, wenn ihr euch unser Video wieder anschaut. Genau, oder wenn wir uns unterwegs treffen oder was auch immer. Und jetzt machen wir Schluss, oder? Jetzt machen wir Schluss, jetzt haben wir wieder viel geschwätzt, das macht richtig Durst, gell? Genau. Ciao, trinken wir mal eins. Ja. Tschüss, macht's gut. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss.